Heute wird hier offenbar mehr gesprochen, als das sonst üblich ist. Dafür möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Passt aber vielleicht auch ins Thema. Denn ganz allgemein gesehen kann man sagen, dass Religion verschiedene Formen hat, sich zu vermitteln. Das ist eben auf der einen Seite die Philosophie, wie sie zum Beispiel im tibetischen Zentrum viel vermittelt wird. Darüber hinaus ist es eben die praktische Meditation, wie sie hier vielleicht im Mittelpunkt steht. Vielleicht wäre es so, dass im tibetischen Zentrum stille Meditation manchmal noch mehr angebracht wäre. Hier vielleicht ein bisschen mehr Philosophie, wie er schon sagt. Das wäre ein schöner Ausgleich. Aber neben dem Aspekt der Philosophie und der meditativen Praxis arbeiten Religionen nun mal auch mit den Bildern oder mit dem Mittel von Bildern, in denen gewisse Mythen oder Geschichten oder Symbole verarbeitet werden. Das ist auch ein sehr kraftvolles Mittel, das wir in unserer Kultur heute nicht mehr so kennen, weil wir sehr rational eingestellt sind. Deshalb ergeben sich oft Konflikte, wenn wir zum Beispiel die Bibel studieren, dass wir nicht so recht wissen, wie wir das mit unserem wissenschaftlichen Weltbild verstehen sollen. Wenn wir aber verstehen, dass es sich um ein symbolisches Weltbild handelt, das etwas mit Bildern zu tun hat, dann können wir es vielleicht besser nachvollziehen. Und gerade heute in der tiefen Psychologie wird deutlich, dass diese Bilder sehr tief im Unterbewussten arbeiten. Ich denke allerdings, diese Bilder sollten auch erklärt werden für moderne Menschen. Es hat keinen Zweck, dass wir wörtlich an solche Bilder glauben. Aber auch im Buddhismus, wie wir sehen, gibt es offenbar solche Bilder, die ein bestimmtes Weltbild transportieren. Vielleicht ist dieses Daseinsrad tatsächlich etwas vergleichbar, zum Beispiel einem Weltbild, wie wir es in der Bibel kennen. Natürlich ein anderes Weltbild, aber ähnlich wie dort erklärt wird, woher wir kommen, wohin wir gehen, was wir zu tun haben mit bestimmten Geschichten. So erklärt dieses Rad des Seins eben traditionell im Buddhismus, wie ein Buddhist sich in der Welt orientieren kann. Und man muss dabei sehen, dass früher viele Buddhisten und nach wie vor in Asien auch Analphabeten waren. Also das war fast die einzige Methode, ihnen zu vermitteln, worum es im Buddhismus geht. Gut, und ich möchte jetzt eben in dieses Bild einleiten. Dieses Daseinsrad, was hier auch nochmal steht, ist eben eines der bekanntesten und faszinierendsten Motive der buddhistischen Kunst. Wobei wir auch dort das Wort Kunst natürlich in Anführungszeichen setzen müssen. Es ist kein Bild, wie wir es heute im Museum oder so etwas haben, sondern es ist ein Lehrbild. Es ist eine symbolische Darstellung unserer Existenz zu Lehrzwecken. Und sie führt in den Buddhismus ein. Dieses Bild hängt normalerweise vor jedem Tempel. Das heißt, der Gläubige, bevor er den Tempel betritt, orientiert sich nochmal anhand dieses Bildes, worum es überhaupt im Tempel geht. Auch wenn er schon sehr gelehrt ist und viel Philosophie versteht und Erfahrung hat, ist es immer wieder wichtig, auf die Essenz zurückzukommen und eben sich den Daseinskreislauf zu überlegen, bevor man den Tempel betritt. Aber wie gesagt, ohne Erklärung zu dieser Symbolik wird einem sich dieses Weltbild nicht richtig erschließen, insbesondere wenn es einem so fremd ist wie in unserer Kultur. Und deshalb möchte ich ein bisschen zu diesem Bild eben erklären. Wir haben ja schon eine Einführung erhalten. Auf die ganz genauen, detaillierten Definitionen möchte ich darauf verzichten. Die buddhistische Philosophie kennt also wirklich äußerst subtile, genaue Darlegungen dieser 12 Glieder des abhängigen Entstehens, die dann im Einzelnen erläutert werden. Das machen wir in unserem Studium in Hamburg auch, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Aber erstmal zu einer Übersicht über den Bildinhalt. Ich hoffe, dass jeder wenigstens die Chance hat, beim Nachbarn in dieses Bild mit hineinzuschauen. Dann kann man sich besser orientieren. Ansonsten hat man es ja auch im Fernsehen, in dem Video schon ein bisschen gesehen. Das zentrale Motiv ist offenbar ein Rad, das von einem Monster gehalten wird. Sowohl das Rad als auch das Monster sind natürlich gewisse Symbole. Das Monster, wie mein Lehrer Geshe-Thupten Nawang oft sagte, das ist natürlich nicht eine reale Person, die vielleicht beim Buddha in irgendeinem Büro angestellt ist, sondern dieses Monster symbolisiert letztlich, wie es gesagt wurde, die Vergänglichkeit oder auch den Tod, zumindest eine Form von Tod, solange man noch in Unfreiheit und in Leiden lebt. Das ist dieses Monster, das brauchen wir nicht allzu wörtlich nehmen, aber es wird mit diesem Monster symbolisiert, das quasi das ganze Rad in seinen Gedärmen hat letztlich. Das heißt, alle, die dem unfreiwilligen Tod unterworfen sind, leben in den Gedärmen dieses Monsters der Vergänglichkeit. Das Rad symbolisiert den Daseinskreislauf.
Der Daseinskreislauf ist letztlich die Tatsache, dass wir dass die Lebewesen unter der Herrschaft von geistigen Verwirrungen in einem kausalen Geschehen unfreiwillig eine Geburt nach der anderen annehmen müssen. Das heißt, der Daseinskreislauf ist letztlich etwas, was uns selber betrifft. Das ist unser eigener Körper und Geist. Es ist etwas bequem zu denken, der Daseinskreislauf ist dieses Bild. Das kann man sich dann angucken. Ja? Meine Lehrer sagen immer, du selber bist der Daseinskreislauf. Wir können ja nicht ins Detail gehen, aber der eigentliche Daseinskreislauf, das ist der eigene Körper und Geist, solange er von Faktoren beherrscht wird, die mit Unwissenheit und Leidenschaften zu tun haben. Das wird eigentlich in diesem Bild dargestellt. Also es wäre etwas einfach, wenn man denkt, da draußen ist so ein Bild, das gucken wir uns an, das ist sehr faszinierend, aber es hat nichts weiter mit mir zu tun. Wer das wirklich als spirituelle Übung nimmt, der versteht, dass dieses Bild er selber sozusagen ist oder sehr viel mit einem selber zu tun hat. In diesem Rad sehen wir nun verschiedene Kreise. Der innerste Kreis, das sind die Leidenschaften oder die Fehler des Geistes. Der darum sind dann die schlechten und befleckt guten Handlungen, wie man das im Buddhismus nennt, also die karmischen Handlungen. Der nächste, der größte oder breiteste Kreis sind die Daseinsbereiche, in denen die Wesen unter dem Einfluss der Fehler des Geistes und der karmischen Potenziale geboren werden. Und der äußerste Kreis, das sind eben diese 12 Glieder des abhängigen Entstehens. Das sind die Kräfte, die im abhängigen Entstehen, im Kreislauf von Tod und Geburt wirksam werden. In diesem Bild findet man auch gleichzeitig die gesamte Lehre des Buddha von den 4 edlen Wahrheiten. Ganz allgemein wissen wohl die meisten, worum es dort geht. Damit kann man den gesamten Buddhismus zusammenfassen. Es geht darum, dass es im Buddhismus eigentlich kein anderes Thema gibt, als dass es Leiden gibt und Ursachen davon und dass es Glück gibt und Ursachen davon. Darauf kann man die 4 edlen Wahrheiten eigentlich zusammenstreichen sozusagen. Und die Grundprämisse der buddhistischen Philosophie ist, dass alle Wesen Glück erleben wollen und nicht leiden wollen. Sobald man einen Geist hat, sobald man Empfindungen hat, möchte man glücklich sein und nicht leiden. Und das Thema des Buddhismus ist ganz pragmatisch, wie machen wir es nun, dass wir die Ursachen des Leidens überwinden und wie machen wir es, dass wir die Ursachen des Glückes erlangen. Das sind die 4 edlen Wahrheiten. Etwas präziser gesagt sind aber die 4 edlen Wahrheiten nicht philosophische Lehrsätze, sondern ist eigentlich eine Aufteilung der Wirklichkeit. Präzise gesagt muss man von den wahren Leiden sprechen, das sind gewisse Phänomene, die leidhaft sind, von den wahren Ursprüngen, das sind gewisse Phänomene, die eben Leiden hervorbringen, von den wahren Beendigungen, das sind ganz bestimmte subtile Phänomene, die eben Beendigungen von Leiden oder endgültiges Glück darstellen, und dann gibt es die wahren Pfade, das sind gewisse Phänomene, die eben zu einer Beendigung des Leidens führen. Die meisten denken, die 4 Wahrheiten wären irgendwie Aussagen. Das ist nicht ganz richtig. Es ist eine Einteilung der Wirklichkeit, so wie man die Dinge in beständig und unbeständig oder so einteilen könnte. Gut, die Grundaussage der 4 edlen Wahrheiten ist auf jeden Fall, dass der Buddha sagt, Glück und Leid liegt letzten Endes in der Essenz in uns selber. In unserem eigenen Geist sind Ursachen für Glück und Leid. Das ist die Grundaussage des Buddhismus. Das leugnet nicht, dass es auch äußere Bedingungen gibt, die Leiden hervorbringen oder Glück hervorbringen, aber sie sind nur Auslöser. Es gibt etwas Tieferes in uns selber, das letztlich entscheidet, ob wir Glück oder Leid erleben. Gut, aber diese 4 edlen Wahrheiten, beziehungsweise diese 4 Arten von Phänomenen, die in den 4 Wahrheiten beschrieben werden, die findet man in diesem Bild, jeweils mit den Ursachen. Die Leiden werden nämlich beschrieben, die wahren Leiden, mit diesen 5 Daseinsbereichen in diesem breiten Kreis und mit den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens. Das sind die wahren Leiden in diesem Bild. Das wird, glaube ich, auch auf der Kopie da ungefähr dargestellt. Dann gibt es den Ursprung des Leidens, das sind gleich 3 Kreise, nämlich diese beiden inneren mit diesen Leidenschaften und den befleckten Handlungen oder karmischen Handlungen und dazu die 12 Glieder des abhängigen Entstehens. Das macht gleichzeitig die wahren Ursprünge aus. Die Beendigung des Leidens, die 3. edle Wahrheit, wird mit dem Mond dargestellt, der hier, glaube ich, fehlt. Das ist ein bisschen schade. Auch manche Darstellungen sind nicht ganz vollständig. Aber das Bild ist schon gut, weil das Monster keine Krone trägt. Das hat mein Lehrer immer ein bisschen
gestört. Manche dieser Monster haben eine Krone wie Buddhas. Das sollte nicht sein, das ist kein Buddha, sondern das ist der Herr des Todes. Das ist ganz gut dargestellt. Vielleicht ist dort irgendwo ein kleiner Mond. Auf jeden Fall, der Mond symbolisiert im Buddhismus sehr häufig das Nirvana. Das kann man sich vielleicht auch ganz schön vorstellen, wenn man in der Natur ist und den Vollmond sieht, frei von Wolken. Und er wirklich ganz klar, der versteht schon, was damit gemeint ist. Also ein völlig klarer, freier Geist. Und dann die wahren, also das bedeutet das Nirvana, wobei das Nirvana eben ganz verkürzt gesagt nicht bedeutet, dass wir nicht mehr existieren, sondern es ist die Tatsache, dass in unserem Geist bestimmte Ursachen des Leidens nicht mehr vorhanden sind und wir damit eben nicht mehr unfreiwillig unter dem Einfluss von Leidenschaften und Unwissenheit wiedergeboren werden. Das ist grob gesagt Nirvana. Nirvana ist kein Ort oder so etwas, wie wir vielleicht denken, sondern das ist ein Zustand in unserem eigenen Geist. Ich kann noch nicht mal beurteilen, ob jemand hier im Nirvana ist. Bei Raphael zum Beispiel bin ich mir da gar nicht so sicher. Das könnte sehr gut sein. Gut, insofern ist das eine innere Sache. Man kann es von außen nicht genau beurteilen. Aber eben, es ist ein Zustand im eigenen Geist, etwas schwierig zu beschreiben, weil es eine negative Beschreibung, eine Abwesenheit von Hindernissen, das ist Nirvana. Viele Mystiker drücken sich in den letztlichen Dingen negativ aus, weil es sich positiv mit Worten sehr schwer darstellen lässt. Und die wahren Pfade werden durch den Vers beschrieben, der da normalerweise stehen sollte. Auf dem Bild, auf den Kopien steht, glaube ich, in dem Film sahen wir das auch. Dort wird beschrieben, wie man schrittweise die Fehler des Geistes überwindet. Außerdem gibt es die auf den Mond zeigende Geste des Buddha, was eben den Pfad anzeigt. Der Buddha zeigt, was man tun sollte. Auch die 12 Glieder des abhängigen Entstehens in der umgekehrten Reihenfolge auf der Seite der Läuterung zeigen die wahren Pfade an. So finden wir also in diesem Bild die 4 edlen Wahrheiten. Und diese umfassende Bedeutung dieses Bildes wird den Gläubigen eben vermittelt, um die Gefahren und Unzulänglichkeiten ihrer gegenwärtigen Situation zu erkennen, die Ursachen dafür zu sehen, und sie werden dazu ermahnt, sich von diesen Ursachen abzuwenden und gute Dinge anzusammeln, einerseits um eine gute Existenz im Daseinskreislauf zu erlangen, aber das letzte Ziel ist die Befreiung aus allem Leiden des Daseinskreislaufs, die Befreiung. Beziehungsweise im Mahayana-Buddhismus gibt es ein noch höheres Ziel, das ist die Buddhaschaft selber. Es geht darum, dass jeder eben für sich selber dieses Bild als wahr erkennt und seine Schlüsse daraus zieht. Es geht, wie gesagt, nicht um ein Bild, das man einfach interessant findet oder ins Museum hängt, sondern es geht um bestimmte spirituelle Inhalte, es geht um einen selber. So viel erstmal zur Übersicht über den Bildinhalt, bevor ich es im Einzelnen nochmal erkläre. Das sollte man im Hintergrund behalten. Dann die Entstehungsgeschichte dieses Bildes wurde auch kurz erwähnt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es heißt traditionell, der Buddha gab selber die Anweisung zum Malen dieses Bildes. Im Vinaya findet man dort eine Geschichte, dass nämlich in Rajgir, wo der Buddha oft gelehrt hat, der König Bimbisara war. Der war ein Anhänger des Buddha. Und ein befreundeter König, der Udrayana, der hat ihm ein ganz kostbares Geschenk gemacht. Und das bringt einen ja manchmal in Schwierigkeiten, wenn jemand so ein kostbares Geschenk macht, dass man es kaum erwidern kann. Es war wohl eine Rüstung aus Diamanten oder was immer. Und dieser König war vielleicht nicht ganz so reich wie der andere und er wusste nicht, wie er es erwidern sollte. Und da fragte er seinen Lehrer, den Buddha, was er dort machen sollte. Der Buddha wusste um die guten Veranlagungen dieses anderen Königs, der bisher noch nicht so religiös war, und gab die Anweisung, dieses Lebensrad zu malen, mit diesem Monster und dem Vers und den ganzen Daseinsbereichen und so weiter. Dabei gibt es übrigens ganz interessante Details. Es heißt, die Künstler wollten den Buddha malen, aber haben es einfach nicht gekonnt. Die Ausstrahlung des Buddha war zu groß. Sie konnten es nicht ertragen oder sie konnten es nicht wiedergeben. Sie waren einfach baff und konnten nichts Anständiges malen. Dann hat der Buddha gesagt, dann machen wir das so. Ich setze mich hinter ein Reispapier und dann seht ihr meinen Schatten und dann könnt ihr erstmal anfangen. Oder anderswo steht, dass es erstmal in einen See sein Abbild gegeben wurde und dann haben sie es sehen können. Das ist auch eine sehr schöne Details sind dabei. Übrigens sagen die Wissenschaftler, zur Zeit des Buddha wäre der Buddha nicht gemalt worden. Die Tibeter bezweifeln das, weil sie eben auf dieses Bild zurückkommen. Aber letztlich ist vielleicht eine akademische Diskussion. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Buddha dort dargestellt ist. Dieser andere König empfing tatsächlich dieses Bild sehr respektvoll, das ist sehr schön.
Er empfing mit ganz vielen Elefanten und dem ganzen indischen Pomp eine kleine Rolle, in der dieses Bild war. Das ist doch auch ein schönes Bild für unsere Zeit, wo es auch oft so viel sein muss. Manchmal kann ein kleines Bild oder ein kleines Buch wirklich sehr viel wertvoller sein als alle möglichen Schätze dieser Welt. Und das verstand dieser König, der vertiefte sich in seine Bedeutung. Sein ganzes Dasein wurde ihm bewusst und er hat auf dem Leben noch hohe spirituelle Stufen erreicht und wurde ein großer Verbreiter der Lehre. Und von da an wurde vor jedem Tempel eben dieser Daseinskreislauf aufgehängt. Jetzt komme ich nochmal im Detail zu den vier edlen Wahrheiten, wie sie dargestellt sind. Da ist also zunächst die Darstellung der wahren Leiden. Im Detail sind das vor allem die Daseinsbereiche, in denen die Wesen Geburt annehmen, in diesem breiten mittleren Kreis. Und zwar gibt es 5 Bereiche, manchmal 6. Ich erkläre gleich, wie das dazu kommt. Was meint man überhaupt mit diesem Leiden im Buddhismus? Das ist ja auch oft so umstritten, ob der Buddhismus sehr negativ sei, weil er ständig davon spricht, dass alles Leiden ist. Das ist auch ein bisschen zu kurz gefasst. Der Buddha hat nicht das Wort Leiden benutzt, er benutzt das Wort Dukkha, was meines Wissens so viel wie Frustration heißt. Und dass es das im Leben gibt, ich glaube, das können wir nicht bezweifeln. Außerdem muss man sich fragen, was der Buddha mit Leiden meint. Damit meint er nicht, dass wir immer Kopfschmerzen haben oder dass es uns mal schlecht geht. Das ist definitiv nicht der Fall. Sondern der Buddha beschreibt sehr subtile Ebenen von Leiden, keineswegs immer nur Schmerz. Die gröbste Ebene des Leidens ist der sogenannte Leid des Schmerzes oder Leid des Leidens, wie man es nennt. Das kennen wir alle, das kennen auch die Tiere. Das ist eben wirklich Kopfschmerz, Bauchschmerzen und so weiter und schlimmere Formen. Aber dann gibt es eben das sogenannte Leid des Wandels. Das ist ein interessanter Begriff. Eigentlich umfasst das die angenehmen Empfindungen, die wir als gewöhnliche Menschen haben. Philosophisch gesehen eindeutig Glück, auch buddhistisch gesehen. Aber der Buddha nennt es aus pädagogischen Gründen Leid des Wandels. Was meint er damit? Er meint damit, dass die Art von Glück, die wir normalerweise zur Verfügung haben, sich immer wieder zu Leiden umwandelt, wenn wir es längere Zeit genießen. Ja? Zum Beispiel, wenn man ein ganz simples Glück hat, ein gutes Essen zu sich zu nehmen, das ist zwar sehr schön, aber wer ernsthaft glaubt, das wäre ein dauerhaftes Glück oder sein ganzes Interesse im Leben darauf verlegt, gute Nahrung zu sich zu nehmen, das ist ein bisschen zu wenig. Und deshalb weist der Buddha darauf hin, dass das das Leid des Wandels ist. Nämlich der erste, wenn man Hunger hat, definitiv der erste Teller schmeckt ausgezeichnet. Der zweite Teller ist auch noch in Ordnung. Aber beim dritten Teller wandelt es sich dann langsam in manifestes Leiden um. Wenn Essen wirkliches Glück wäre, in einem mehr endgültigen Sinne, dann müsste, je mehr man zu sich nimmt, es immer besser werden. Das ist tatsächlich der Fall, wenn man meditiert oder ähnliche spirituelle Übungen durchführt. Das wird immer besser. Ich denke, dass der Buddha so viel von Leiden spricht, weil er eben weiß, dass es was Besseres gibt, als was wir so Glück nennen. Das schließt nicht aus, dass man das Glück, was wir erfahren können, auch mitnimmt. Aber wenn man daran zu stark hängt und sein ganzes Leben nur damit verbringt, ist es eine Riesenverschwendung. Deshalb nennt der Buddha das Leid des Wandels. Das ist bestimmtes Form von Leiden, das nur intelligente Menschen erkennen können. Das erkennen nicht alle Lebewesen. Und dann gibt es sogar noch eine Form von Leiden, die wirklich alle Wesen im Sansara haben. Das ist das sogenannte alles durchdringende Leiden. Das bedeutet die Tatsache, dass wir noch keine Freiheit haben darüber, was nach dem Tod mit uns geschieht. Selbst wenn man in diesem Leben schon sehr entwickelt ist und mit den Dingen sehr gut zurechtkommt, solange man die Unwissenheit im eigenen Geist nicht wirklich überwunden hat, die Erleuchtung nicht erlangt hat, weiß man immer noch nicht genau, was nach dem Tod mit einem passiert. Es ist immer noch eine Unfreiheit vorhanden. Das ist das Wesen des Daseinskreislaufs schlechthin, diese Unfreiheit. Wir können Sansara auch fast mit Unfreiheit übersetzen im gewissen Sinne. Und jemand, der schon fast ein Heiliger ist oder wirklich ein Heiliger ist, der spürt dieses Leiden sehr intensiv, was für uns im Moment vielleicht gar nicht präsent ist. Je mehr man grobe Leiden überwindet, treten subtilere Leiden hervor, die man dann versucht zu überwinden. Wenn man diese 3 Arten von Leiden versteht, dann versteht man, warum alle Wesen im Daseinskreislauf außer den Erleuchteten tatsächlich dem Leiden unterworfen sind. Nicht in dem Sinne, dass es ihnen immer schlecht geht, sondern dass sie zumindest noch unfreiwillig Wiedergeburten annehmen. Dabei müssen wir unterscheiden bei diesen Daseinsbereichen zwischen elenden Daseinsbereichen mit ganz offensichtlichem Leiden und dann gibt es die sogenannten glücklichen Daseinsbereiche. Die erlangt man durch heilsame Taten, die aber noch mit Unwissenheit oder Befleckung verbunden sind. Dort gibt es subtilere Leiden, aber letztlich ist es noch keine dauerhafte Befreiung.
Zu diesen höheren Daseinsbereichen gehören die Bereiche der Götter und der Halbgötter. Also wenn man auf 6 Bereiche kommt, dann unterteilt man den sogenannten Götterbereich oder auf Indisch Deva-Bereich nochmal in Götter und Halbgötter. Diese Devas, das sind im Grunde die Götter, die im Indischen akzeptiert wurden als die höchsten Götter, bevor der Buddha sie quasi eine Stufe runtergesetzt hat. Der Buddha hat gesagt, ähnlich wie Sokrates im alten Griechenland, diese Götter sind schön und gut, akzeptiere ich auch, das sind sehr mächtige Wesen, aber es sind keine Erleuchteten. Sie haben nicht die befreiende Erkenntnis, sie leben im Daseinskreislauf. Sie werden aus diesen Zuständen wieder runterfallen und sie sind nicht völlig frei von Unwissenheit. Sie haben aber sehr gute Handlungen getan und leben deshalb eine Zeit lang in großem Wohlstand, mit schönen Körpern und sehr gesund. Man sieht auf diesem Bild Paläste und vieles Angenehme. Es gibt da auch viele Stufen, in die die Götter wiederum eingeteilt werden. Das möchte ich jetzt nicht im Detail sagen. Auf der höchsten Stufe dieser Devas, wie man sie eben nennt, gibt es sogar gar keinen grobstofflichen Körper mehr. Die Wesen verweilen in tiefer Konzentration. Nur, dass sie nicht die befreiende Erkenntnis der Leerheit oder Selbstlosigkeit haben, sondern es ist eine zeitweilige Ruhe des Geistes, die man ein bisschen mit Rasenmähen vergleichen kann. Es gibt tatsächlich eine Geschichte im Buddhismus, dass ein nicht-buddhistischer Yogi eine solche tiefe Konzentration erlangt hat. Während dieser tiefen Konzentration, das kennen Zen-Praktizierende sicher, erlebt man im Moment keine Leidenschaften und fühlt sich als kleiner Buddha und denkt, man ist völlig erleuchtet. Aber als dieser Yogi dann aus seiner Meditation aufwachte, der hatte sehr lange Haare und war offenbar sehr stolz auf diese langen Haare. Hindu-Yogis sind sehr stolz auf die langen Haare, buddhistische auf ihre kurzen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hatten die Mäuse seine Haare abgefressen. Und da wurde er so ärgerlich, als er aufwachte aus der Meditation, dass er tot umfiel ließ. Das ist einerseits eine lustige Geschichte, aber soll auch immer irgendwas darstellen, nämlich dass eine Meditation der bloßen Beruhigung des Geistes, der Einspitzigkeit, der Konzentration, ist nicht die letztliche Meditation des Buddhismus. Es muss die Weisheit dazu kommen. Aber diese tiefe Konzentration führt zu Existenzen, die wir nur schwer erfassen können, von langem Glück und langem Frieden, die aber irgendwann aufhören. Und das größte Leiden in diesem Daseinsbereich ist dann der Tod, wenn dann eben doch Anzeichen auftreten, dass es jetzt vorbei ist mit dieser Herrlichkeit. Das gilt sogar als eins der größten Leiden im Daseinskreislauf. Das muss man sich mal vorstellen, dass man über Jahrtausende in Saus und Braus gelebt hat, ohne Herausforderungen, ohne Schwierigkeiten. Plötzlich zeigt sich, dass da etwas doch nicht stimmt und man sieht schon voraus, dass es jetzt wieder sehr rau wird. Das muss wirklich fürchterlich sein. Das kennen wir von Menschen, die sehr verwöhnt sind. Und manche vergleichen diese Daseinsbereiche tatsächlich auch mit psychischen Zuständen in der Menschheit. Meine Lehrer haben immer gesagt, dass das zu kurz greift. Es geht tatsächlich um ganz quasi reale Existenzen, in denen man wiedergeboren wird. Aber es ist ja kein Zufall, dass diese Existenzen Dingen ähneln, die man als Mensch auch quasi als Veranlagung hat. Das heißt, diese Deva-Bereiche ähneln tatsächlich Menschen, denen es in gewisser Weise zu gut geht, die zwar ganz gut leben, aber keine echte Energie aufwenden, um einen spirituellen Durchbruch zu erzielen, eine echte Befreiung, die einfach zu viel Reichtum und zu viel Ablenkung haben. So kann man das vielleicht verstehen. Ihnen fehlt eben diese Weisheit, und in gewisser Weise haben sie auch einen gewissen Stolz. Das so viel zu dem Bereich der Devas, aber dann gibt es noch den Bereich der Halbgötter, die sind auch ganz lustig in gewisser Weise, weil diese Halbgötter, denen geht es auch sehr gut, nur nicht ganz so gut wie den höchsten Göttern. Die kennen wir vielleicht auch, das hat mit der Leidenschaft des Neides zu tun. Wenn sie sich einfach zufrieden geben würden, würde es ihnen ausgezeichnet gehen. Sie sind körperlich okay, sie haben Wohlstand und Kraft und so weiter. Sie sehen aber ständig diese höchsten Götter und sehen, dass es denen besser geht. Und dann machen sie ständig Krieg gegen diese höchsten Götter. Getrieben durch ihren Neid kommen sie nicht zur Ruhe. Man sieht auf dem Bild, wie sie ständig Pfeile nach oben schießen. Und was noch fataler ist, sie verlieren immer. Bei jedem Krieg verlieren sie ständig. Müssten mal drüber nachdenken, welche Länder auf der Welt da in Frage kommen vielleicht. Aber auf jeden Fall gibt es auch Länder, die ständig Kriege verlieren. Aber der Neid bringt sie immer wieder dazu, von vorne anzufangen. Das ist eben tatsächlich so ähnlich wie Menschen, denen es gut geht, die aber keine Disziplin haben und eben von Neid angeregt werden und nicht einfach zufrieden sich mit dem geben, was sie schon haben.
So viel zu dem Bereich der Götter und Halbgötter. Dann die Menschen, das kennen wir selber, das ist eben eine Existenzweise, wo Glück und Leid vermischt sind. Das gilt spirituell gesehen letztlich als der günstigste Daseinsbereich und nicht umsonst hat der Buddha als Mensch die Buddhaschaft gezeigt. Wir haben gesehen, dass es diesen Göttern zu gut geht, als dass sie sich richtig entwickeln spirituell. Den Menschen geht es weder zu gut noch zu schlecht, sondern sie erleben eine Mischung aus Glück und Leid. Das Leid führt dazu, dass sie genug Grund haben, dass sie merken, es muss eine Veränderung möglich sein. Das Glück führt dazu, dass sie auch ein bisschen Hoffnung haben, dass echtes Glück möglich ist. Das ist in gewisser Weise, wie viele spirituelle Traditionen sagen, ist die menschliche Existenz die geeignetste, obwohl die Menschen nicht unbedingt die höchsten Wesen im Sansara sind, aber sie haben die beste Grundlage zur spirituellen Entwicklung. Wir haben quasi genug Stress, um uns auch weiterzuentwickeln. Es gibt sogar die Erklärung, dass die Bodhisattvas, die in reinen Ländern leben könnten, ausdrücklich als Menschen geboren werden, weil sie sich hier schneller weiterentwickeln können. Das ist natürlich auch eine spirituelle Botschaft, dass man die Schwierigkeiten und Krisen des Lebens auch nicht nur negativ sehen sollte, sondern auch benutzen kann als Katalysator in Richtung auf die Erleuchtung. Es ist für den Fortschritt in der Religion auch geeignet, wenn man Schwierigkeiten erlebt. Auf dem Bild sehen wir Tätigkeiten der Menschen wie Ackerbau, Handel, Viehzucht, Andacht und so weiter. Also die Menschen haben natürlich auch religiöse Praxis. Die Schutzbedürftigkeit der Menschen wird durch einen Stupa angezeigt. Der Buddha tritt im Menschenbereich als Lehrer auf. Übrigens tritt der Buddha auf manchen Bildern in allen Bereichen auf. Aber natürlich kann er nur in manchen Bereichen wirklich Dharma unterrichten, in anderen kann er vielleicht ganz praktisch helfen. Die eigentliche Tätigkeit des Buddha ist aber die Unterweisung. Die kostbarste Tätigkeit des Buddha ist seine Sprache für uns, seine Rede. Der Buddha hat zwar den Geist, der unendliche Tugenden in sich hat, was für uns aber am wertvollsten ist, ist seine Rede. Und im menschlichen Bereich tritt der Buddha als Lehrer auf, was das Allerwertvollste für uns ist. Menschen können das verstehen und selber dann den Weg zur Buddhaschaft gehen. Und man sagt auch, die menschliche Existenz ist letztlich eine gute Wirkung von Moral, von Ethik. Das heißt, Mensch zu werden setzt karmisch voraus eine gewisse Reifung von karmischen Potenzialen, von der Folge von Ethik. Das hat sehr viel mit dem Menschendasein zu tun, dass der Mensch etwas mit Ethik zu tun hat in seinem letztlichen Wesen. Aber der Mensch erlebt eben auch das Leiden von Alter, Krankheit, Tod und so weiter. Es gibt ja im Buddhismus verschiedene Einteilungen von sechsfachen Leiden und achtfachen Leiden, aber das können wir jetzt nicht alles erklären. Dann kommen wir zum Bereich der Tiere, das ist leicht für uns, das können wir wahrnehmen. Interessant ist übrigens, dass im Buddhismus schon immer sagte, die meisten Tiere gibt es im Ozean und das stimmt ja wohl definitiv. Einige sollen sogar aussehen wie Pflanzen und auch das stimmt. Das ist ganz interessant. Es wird auf dem Bild gezeigt, wie sie im Wasser leben, auf der Erde und in der Luft. Aus buddhistischer Sicht ist das Tierleben leider nicht so romantisch, sondern es ist mit vielen Leiden verbunden. Wenn wir uns mal wirklich reinversetzen, wie Tiere existieren, werden wir wohl nicht ernsthaft wünschen, wie sie zu leben. Sie fressen sich gegenseitig, sie werden vom Menschen versklavt, sie werden eingesperrt und geschlachtet. Können sie noch nicht mal beschweren oder irgendwie was Politisches tun, um ihre Rechte zu wahren, können sie noch nicht mal ausdrücken. Sie sind ständig auf Nahrungssuche. Vielleicht erscheint es uns manchmal aus unserer Sicht romantisch, ein Vogel zu sein, aber wenn wir einen Vogel genau beobachten, muss er immer aufpassen, ob irgendein Feind da ist. Es scheint immer eine gewisse Gefahr dort zu sein. Sie fürchten sich vor Feinden. Und was das Allerwichtigste ist, Tiere leben in einer ständigen Unwissenheit, in der Form, dass sie zumindest Religion nicht verstehen können oder tiefgründigere Überlieferungen, um ihren Geist weiterzuentwickeln. Dafür haben sie keine Freiheit. Natürlich gibt es viele verschiedene Formen von Tieren, manche auch sanfter, manche rauer. Aber das ist das entscheidende Kriterium der Tierwelt, dass eben eine Verblendung, eine Unwissenheit da ist. Sie können die Lehre nicht verstehen und nichts Langfristiges verstehen. Die karmische Ursache dafür ist Desinteresse am Studium und an der Entwicklung von Intelligenz. Also karmisch gesehen gilt es auch als sehr wertvoll, auch mal wirklich was zu lernen, weil wir können auch feststellen, wenn wir wirklich mal was studiert haben, das bleibt uns das ganze Leben. Zeitweilige positive Handlungen lassen sich auch schnell wieder verprassen. Zum Beispiel eine Freigebigkeit, sagt man im Buddhismus, ist auch sehr positiv. Aber wenn man dann sich einmal ordentlich ärgert, dann ist das gute Karma schon wieder weg. Das gute Karma von Studium ist wesentlich stabiler, heißt es.
Alle Buddhisten wollen letztlich einen Zustand erreichen, der jenseits der Begriffe ist. Aber wie man da hinkommt, ist wohl doch eher durch die Begriffe hindurch und durch das Studium und dann mit Hilfe der Meditation darüber hinweg. Wenn man aber von vornherein auch noch ausdrücklich kein Interesse an Studieninhalten zeigt, dann ist eher die Gefahr, dass die Intelligenz abnimmt. Und dann zum Bereich der hungrigen Geister. Das ist ein Bereich, den wir nicht direkt sehen können, aber die meisten Kulturen akzeptieren, dass es Geisterbereiche und so weiter gibt. Natürlich sind das immer auch mythologische Bilder, wo ganze viele Formen von Wesen wahrscheinlich zusammengefasst sind. Hier werden eben Wesen dargestellt, die dicke Bäuche haben und dünne Kehlen. Mit anderen Worten, sie haben ständig Hunger, aber können kaum was zu sich nehmen. Sie werden ständig von Hunger und Durst gequält. Wenn man sich die Bilder anguckt, fühlt man sich leider oft sogar erinnert an gewisse Regionen auf der Welt. Aber es wird eben ausdrücklich gesagt, dass es sogar nur ein ganzer Daseinsbereich ist, wo die Wesen ständig davon gequält werden, dass sie Hunger und Durst haben. Sie finden sehr wenig und schlechte Nahrung. Wenn sie Nahrung gefunden haben, wandelt sich das sogar wieder. Wir müssen immer bedenken, dass diese Daseinsbereiche nicht objektiv sind in dem Sinne. Aber unser Daseinsbereich ist auch nicht objektiv. Insbesondere werden gleich noch beschrieben die Höllenwesen. Und da denken wir oft, was bedeutet das? Grundsätzlich bedeutet es erstmal, dass es ein Dasein gibt, das noch wesentlich leidvoller ist als das menschliche Dasein und von sehr viel schlechteren Ursachen geprägt ist. Wenn ich meine Lehrer fragte, ist das quasi eine objektive Welt, diese Höllenwelt, dann sagten sie, nein, das ist aus dem Karma heraus. Ja? Aber genauso ist es für uns, dass wir unsere Welt als Menschenwelt vielleicht nicht als Höllenwelt erleben, weil wir das entsprechende Karma haben. Wir müssen davon abkommen, die äußere Welt als völlig getrennt von unserem Geist zu sehen, von unserem Subjekt. Wenn man sagt, eine Welt ist durch Karma oder durch innere subjektive Aspekte geprägt, heißt das nicht, dass sie unreal ist oder irreal ist. Sie ist genauso real wie unsere. Und es wird eben gesagt, es ist keine bloße Projektion menschlicher Zustände, sondern es sind sehr reale Wiedergeburtsorte. Wie gesagt, diese hungrigen Geister empfinden ihre Umgebung als verödetes Land. Es heißt aber, andere Wesen, wenn sie am gleichen Ort sind, würden dieses Bereich vielleicht als sehr fruchtbar erfahren. Das ist interessant. Ja? Buddhistische Philosophie hat etwas damit zu tun, dass man das Gleiche aus verschiedener Perspektive sehr viel anders erleben kann. Und das hat wiederum mit Karma zu tun. Und die moderne Naturwissenschaft scheint da recht zu geben, dass es so etwas wie eine objektive Welt nicht gibt, sondern dass das immer von subjektiven Aspekten geprägt ist. So können wir das vielleicht ungefähr einordnen. Die eigentliche Ursache dafür, dass diese Wesen alles immer so öde empfinden, ist ihr ausgeprägter Geiz und ihre Gier. Wenn ein Mensch sehr geizig ist, empfindet er auch alles als ungenügend, denke ich, egal was er bekommt. Das ist sehr, sehr relativ. Und auch solche Handlungen wie Stehlen und so können zu so einem Bereich führen. Und dann die Höllenwesen, das ist eben ein Sammelbegriff. Man kann das Wort Hölle auch weglassen und sagen, die untersten Daseinsbereiche. Das ist ein Dasein, wo die Intensität und Dauer des Leidens am stärksten ist. Natürlich Formen von Kälte und Hitze sehr stark sind. Leider erleben wir auch wiederum im Menschenbereich Dinge, die dem so nahe kommen, zumindest für eine gewisse Zeit, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, kategorisch zu sagen, sowas kann es nicht geben, nur weil wir es nicht gerne möchten. Wenn man es nicht mal gesehen hat, denkt man auch vielleicht, dass es so etwas wie Folter und so weiter nicht gibt, aber leider gibt es das und es scheint möglich zu sein, dass es solche Existenzformen gibt und das Universum ist groß und aus buddhistischer Sicht gibt es nicht nur diese Welt, die bevölkert ist mit Lebewesen, sondern es gibt unendlich viele Welten und ich finde es relativ logisch, dass es dort Bereiche gibt, die angenehmer sind als unsere Erde und andere Bereiche, die wesentlich unangenehmer sind. Wie man damit umgeht, ist eine andere Frage. Wenn man natürlich nur jemanden Angst einjagt, hat das wenig Zweck. Aber wenn man ihm einfach deutlich macht, es ist eine gewisse Befürchtung vorhanden, wenn du dich nicht ein bisschen disziplinierst, dass du sehr schlimme Erfahrungen machen musst, dann ist das wohl durchaus legitim. Und in allen Religionen wird so etwas gelehrt. Und die Ursachen dafür sind halt Töten und Hass. Und aus den Gründen, unter anderem aus den Gründen, sagt man in allen Religionen, dass man eben nicht töten sollte oder zu starken Hass entwickeln sollte und so weiter. In diesem Bereich der Höllenwesen gibt es übrigens auch wiederum Yama, den toten Gott, als einen Richter. Das ist eine Mythologie, wie wir sie tatsächlich in allen Weltreligionen finden. Ich sage im interreligiösen Dialog, mit dem ich viel zu tun habe, sehr oft, es gibt drei Gemeinsamkeiten zwischen allen Religionen, die ich sehe. Das hat doch keiner ernsthaft bestritten.
Alle sagen, nach dem Tod kommt etwas, auch wenn es nicht immer Wiedergeburt genannt wird, das ist mir schon klar, aber es gibt nach dem Tod gewisse Erfahrungen von Glück und Leid, das ist das Entscheidende. Das Zweite ist, dass das, was wir nach dem Tod erleben, abhängig ist von den Handlungen, die wir jetzt begehen. Das wird im Buddhismus Karma genannt, in anderen Religionen anders, aber es wird nicht bestritten. Und das Dritte ist, dass es nicht ganz aussichtslos ist, dass quasi eine Art Erlösung möglich ist. Das wird auch in allen Religionen gesagt. Und es wird sogar ganz, ganz direkt in allen Religionen oft von einem Totengericht gesprochen. Auch das müssen wir natürlich nicht objektiv nehmen, dass da irgendeine Person kommt und über uns Gericht sitzt. Das machen wir offenbar im eigenen Geist schon selber. Das ist eine Funktion in uns, die wahrscheinlich sogar stattfindet, wenn wir schon sehr krank sind oder Halluzinationen haben. Dann können solche Vorstellungen auch entstehen. Und das ist sicherlich die Ebene, auf der das hier erklärt wird. Es wäre, wie gesagt, zu einfach, diesen Totenrichter als äußere Person zu nehmen. Aber die Symbolik in allen Religionen ist die gleiche, eine Waage, ein Spiegel, wo unsere Handlungen gemessen werden und wo die Folgen eben dann entschieden werden. So viel zu den wahren Leiden in diesem Bild, dann zu den wahren Ursprüngen. Da fragt man sich, wie kommt es, dass das Kontinuum des Bewusstseins nach dem Tod immer eine neue Geburt annimmt? Und die Ursachen dafür sind Karma und Klesha oder befleckte Handlungen und Leidenschaften, wie es im Buddhismus heißt. Das buddhistische Wort Leidenschaften könnte es ja auch nicht besser sagen, wo das Leiden herkommt, eben aus den Leidenschaften. Wobei wir unterscheiden müssen zwischen Emotionen und Leidenschaften. Nicht jede Emotion ist eine Leidenschaft, sondern eine Emotion, die übertrieben ist. Wenn man nicht nur einen Wunsch hat, sondern wirklich süchtig nach etwas ist, dann ist das eben eine Leidenschaft, das ist Begierde. Wenn man es übertreibt, was eine Sache einem geben kann oder eine Person. Wenn man eine Sache oder eine Person negativ beurteilt, ist das auch denkbar. Aber wenn man es übertreibt und sie zum Feind macht und nur noch negativ sieht, ist es eine Leidenschaft. Das nennt man Hass. Jede Leidenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass der Geist sehr unruhig und sehr undiszipliniert ist, solange er unter dem Einfluss davon ist. Also wenn wir uns fragen, ist das eine Leidenschaft, was ich gerade spüre, das können wir in uns erfahren, wenn wir uns fragen, ist mein Geist sehr aufgewühlt, sehr unruhig, oder ist er relativ ruhig und diszipliniert? Danach können wir das entscheiden. Nun, diese Leidenschaften, die sogenannten Grundübel oder drei Gifte, werden in diesem Bild dargestellt, wie wir im Video gesehen haben, mit Schlange für Hass, mit dem Hahn für Gier und mit dem Schwein für Unwissenheit. Diese beißen sich übrigens interessanterweise gegenseitig in den Schwanz, weil sie sich gegenseitig verstärken. Das können wir uns auch deutlich machen. Wenn wir in einem Zustand der Begierde sind, kommt sehr schnell der Hass dazu. Ja? In einer Konkurrenzgesellschaft, wo wir uns gegenseitig als Konkurrenten erfahren, wenn wir etwas haben wollen und jemand anders möchte das auch haben, wird das schnell zum Feind. Und da kommt schnell Hass dabei raus. Hass verstärkt seinerseits natürlich wieder die Unwissenheit. Hass führt auch zu Begierde wiederum und so weiter. So beißen die sich gegenseitig in den Schwanz. Das Letztliche ist aber die Unwissenheit. Die Dinge erscheinen einem nicht so, wie sie wirklich existieren, nämlich in gegenseitiger Abhängigkeit, sondern voneinander getrennt. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Diese Grundunwissenheit führt dazu, dass man zu einigen Dingen Verlangen entwickelt und zu anderen Abneigung. Daraus entstehen dann letztlich die negativen Handlungen von Rede und Körper, die man als unheilsame Handlungen bezeichnet, wie zum Beispiel in den 10 unheilsamen Handlungen, wie zum Beispiel Töten, Stehlen, Lügen und so weiter, wie es in allen Religionen als problematisch gesehen wird. Und so entstehen eben die Leidenschaften. Und die Handlungen oder Karma werden in diesem zweiten Kreis beschrieben. Da gibt es eine Halbseite des Kreises, der schwarz ist und der andere weiß. Der schwarze Halbkreis deutet die negativen, unheilsamen Handlungen an, wie Töten, Stehlen und so weiter, die direkt in ein leidhaftes Dasein führen. Dieser weiße Halbkreis deutet auf heilsame Handlungen hin, wie anderen zu helfen und so weiter, die aber noch unter dem Einfluss von Unwissenheit sind und immer noch zur Folge haben, dass man im Daseinskreislauf, in diesem Kreis geboren wird, allerdings in hohem Dasein. Die Grundvorstellung von Karma ist, dass jede Handlung, die man begeht, und letztlich ist die Handlung immer im Geist, denn der Geist, der sich bewegt, der hinterlässt das Karma, genau gesagt. Aber er wird begleitet von Handlungen der Rede und des Körpers. Und wann immer der Geist aktiv ist, wenn man irgendetwas tut, dann wird gleichzeitig im Geist ein Potenzial hinterlassen,
Und dieses Potenzial nennt man ein karmisches Potenzial. Dieses kann dann im Geist ruhen über eine gewisse Zeit, aber wenn gewisse Umstände darauf treffen, reift das heran. Ähnlich wie ein Samenkorn, den wir lange Zeit in einen Schrank tun und der trocken ist und wo nichts passiert, wo, dem man sein Potenzial nicht ansieht, aber dann legt man ihn in die Erde und dann kommt Wasser dazu und so weiter und dann wächst ein Riesenbaum daraus. So ähnlich können wir das auch vorstellen mit Karma. Wobei man im buddhistischen Sinne immer im Hintergrund die Theorie der Wiedergeburt sehen sollte. Das ist natürlich ein anderer Vortrag, das können wir heute nicht erläutern. Vielleicht ein anderes Thema, Tod, Bade und Wiedergeburt. Aus buddhistischer Sicht ist es halt so, wenn man stirbt, das werden wir gleich mit den 12 Gliedern noch betrachten, dann ist es nicht einfach vorbei, sondern das Geisteskontinuum auf einer subtilen Ebene, das wird über den Tod hinaus sich fortsetzen. Und in diesem Geisteskontinuum sind diese karmischen Potenziale angelegt, die sind verbunden mit diesem Geisteskontinuum. Dann durchläuft man den sogenannten Zwischenbereich oder Bado, was vielleicht manche gehört haben, was im tibetischen Totenbuch erklärt wird. Und da hat man eine Art Geistkörper, einen sehr subtilen Körper, der ist letztlich auf der Suche nach einer neuen Geburt. Und wenn dann eine neue Geburt gefunden wird, also ganz konkret im Menschenfall zum Beispiel, wenn eine Empfängnis stattfindet, dann verbindet sich dieses Bado-Wesen mit den Keimsubstanzen der Eltern und dann haben wir eine neue Person. Einerseits ist diese Person also abhängig von dem der letzten Person, andererseits ist auch eine andere. Das ist jetzt Geschmackssache, ob man sagt, der gleiche wird wiedergeboren oder ein anderer. Also der Oliver, der ich jetzt bin, wird nicht wiedergeboren. Trotzdem wird die Person, die meine Fortsetzung ist, natürlich mit dem zu tun haben, was ich jetzt tue. Das haben wir im Hintergrund zu sehen, wenn wir verstehen wollen, was Karma bedeutet im Buddhismus. Es ist kein äußeres Schicksal und es ist eben auch kein Gott, der einem das Schicksal zuweist, sondern es ist eine Naturgesetzmäßigkeit von Ursachen und Wirkungen. Das könnte man jetzt auch genau erläutern, aber darauf verzichte ich. Und jetzt kommen wir eben zu den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens, in dem eben auch die Entstehung des Leidens etwas detaillierter geschildert wird, mit 12 Bildern. Ich kann es erstmal zusammenfassen. Grundsätzlich sollte man verstehen, aus Unwissenheit darüber, wie die Dinge letztlich existieren und vor allem, wie die eigene Person existiert, daraus ergeben sich das, was sich Leidenschaften genannt hat. Das heißt, verwirrte Zustände des Geistes, die übertreiben im Positiven und im Negativen, vor allem Hass und Gier. Diese führen dazu, weil wenn der Geist aktiv ist, bleibt man ja nicht einfach passiv, sondern man tut ja irgendwas. Dann tut man auch was mit der Rede und mit dem Körper. Und das fällt entweder unheilsam aus oder zumindest befleckt heilsam, weil es noch im Zustand der Unwissenheit geschieht. Und dadurch kommt es zu bestimmten Anlagen, eben diesen karmischen Anlagen. Und wo werden diese Anlagen hinterlassen? Die werden im Geist gespeichert und setzen sich über den Tod hinaus fort und werden dann in bestimmten späteren Geburten oder noch in diesem Leben sich auswirken, entsprechend ihrer Qualität zu Glück und Leiden. Das sollte man im Hintergrund behalten, wenn man im Detail die 12 Glieder betrachtet. Und das erste Glied ist eben die Unwissenheit. Das Bild dafür ist ein Blinder. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man eben nicht sieht und trotzdem aktiv ist, dann macht man einiges daneben. Und so ist das auch gemeint. Unwissenheit gibt es zahllose Formen. Wenn ich nicht weiß, was hinter der Mauer ist, ist das auch eine Unwissenheit. Ist aber nicht so entscheidend für mein Leben vielleicht. Die Unwissenheit, die hier gemeint ist, ist die tiefste Unwissenheit darüber, wie die Dinge und die eigene Person letztlich existieren. Das wird im Hinayana-Buddhismus als das Selbstlosigkeit der Person bezeichnet. Im Mahayana kennt man den Ausdruck Selbstlosigkeit der Phänomene, die auch mit dem Ausdruck Leerheit belegt wird. Das wäre jetzt nicht nur ein extra Vortrag, sondern es wäre ein paar extra Jahre, wenn wir das genau betrachten wollen. Aber worum es ganz genau ungefähr geht, ist, dass die Leerheit uns offenbar deutlich machen soll, dass alle Phänomene nur in Wechselwirkung zu existieren. Das Wesen einer Sache ist tatsächlich nur gegeben durch jeweils andere Phänomene. Ja? Kein Phänomen existiert für sich alleine. Das erklärt uns heute auch die moderne Physik, dass das Wesen einer Sache nicht in der Sache liegt, sondern in der Beziehung zu anderen.
Meiner Meinung nach können das westliche, moderne Menschen relativ schnell verstehen. Früher war das, glaube ich, wesentlich schwieriger für Menschen, die mehr als Bauern und so weiter lebten. Ich glaube, wir haben einen guten Verstand, wir können schnell verstehen, worum es geht. Wir wissen heute aus ökologischen Erwägungen und aus der Globalisierung, dass alles miteinander in Beziehung steht. Aber leider ist in unserem Geist angeboren eine Wahrnehmung, als wenn ein Phänomen und insbesondere wir selber abgetrennt von anderen existieren. Selbst wenn wir das nicht glauben intellektuell, ist es leider eine angeborene Wahrnehmung, als wäre es so. Das ist etwas sehr Tiefsitzendes. Selbst wenn wir das philosophisch verstanden hätten, dass es falsch ist, sind wir deshalb noch nicht erleuchtet. Der Geist muss umgewandelt werden, eben mit Hilfe von Meditation. Die Erfahrung der letztlichen Realität wäre eine Form von Erleuchtung dann. Aber eben wir müssen anerkennen, dass da zunächst eine sehr tiefe, angeborene Unwissenheit ist. Diese Unwissenheit liegt also in unserem Geist. Darum geht es letztlich. Und dann kommt das zweite Glied, die gestaltende Tat. Übrigens bezieht sich auch darauf, dass eben die Person auch so wahrgenommen wird, als wenn sie eine Art Eigenexistenz hätte. Sogar als wenn sie jenseits von Körper und Geist eine Art Eigenexistenz hätte. Das ist die Form, wie es im Hinayana-Buddhismus als subtilste Unwissenheit erklärt wird. Im Mahayana wird die Leerheit noch dazu erklärt. Also das sind Dinge, die alle sehr bedeutsam sind, über die wir uns noch mehr unterhalten sollten. Aber grundsätzlich kann man vielleicht mit einem Stichwort sagen, uns erscheint die Person oft so, als wäre sie beständig und als wenn man sie ganz konkret fassen könnte. Aber in Wirklichkeit existiert die Person auch nur in Bezug zur Welt und ist etwas Unbeständiges. Das heißt aber nicht, dass es das Ich gar nicht gibt, sondern das Ich gibt es nur in Beziehung. Vielleicht können wir es dabei erstmal lassen. Und dann das Zweite ist eben die gestaltende Tat, die mit dem Töpfer dargestellt wird. Mit anderen Worten, wenn man in dieser Unwissenheit lebt, dann macht man ja irgendetwas. Teilweise macht man etwas ganz Fehlerhaftes, das ist dann unheilsam. Teilweise tut man Dinge, die zwar in die richtige Richtung gehen, die aber noch nicht im Bewusstsein der eigentlichen Realität dessen, was man dort tut, geschehen. Und beide Formen von Handlungen hinterlassen eben karmische Anlagen, die entweder mehr zu Glück oder mehr zu Leid führen, je nach ihrer Qualität. Auf jeden Fall reifen sie im Daseinskreislauf und nicht außerhalb. Und wo werden diese Anlagen hinterlassen? Das ist das dritte Glied, das Bewusstsein. Da wird ein Affe dargestellt, das ist ein gutes Bild für Bewusstsein. Wenn wir einen Affe im Zoo sehen, sehen wir, wie schnell der hin und her hüpft. Da sehen wir, wie unser Geist sich ständig wandelt. Aber das Bewusstsein, das hier gemeint ist, das schafft oft ein gewisses Unverständnis. Das ist nicht allgemein Bewusstsein, sondern das ist das Gliedbewusstsein innerhalb der 12 abhängigen Glieder. Und was damit gemeint ist, ist das geistige Bewusstsein. Es gibt nämlich 6 Arten von Bewusstsein. Es ist das geistige Bewusstsein, das eben sogar von Leben zum nächsten Leben weitergeht und in dem diese karmischen Anlagen gespeichert sind. Also die Abfolge ist Unwissenheit, Handlung und wo bleiben die Potenziale? Sie bleiben in diesem geistigen Bewusstsein, so ist das gemeint. Das nächste Glied ist dann Name und Körper, das zeigt ein Schiff mit Menschen. Das bedeutet mit anderen Worten eben Personen, die einen Körper und einen Geist haben, sind dann die Folge dieser Dinge, die wir vorher kennengelernt haben. Etwas verwirrend bei diesen 12 Gliedern ist vielleicht, dass sie nicht chronologisch gemeint sind. Man kann sie auch chronologisch erklären, aber hier sind sie nicht chronologisch gemeint, sondern diese 3 Dinge, die ich bisher erläutert habe, sind die sogenannten hervorrufenden Ursachen. Und diese haben dann hervorgerufene Wirkungen in Form von Körper und Geist der neuen Existenz und den nächsten Gliedern, die man 6 Sinneskräfte, Berührung und Empfindung nennt. Da gibt es aber sogenannte verwirklichende Ursachen, die jetzt in der chronologischen Reihenfolge eigentlich jetzt auftreten. Wenn man nämlich stirbt, dann kommt ein starkes Greifen nach einer neuen Existenz. Im Moment haben wir eine starke Anhaftung an diesem Körper und diesem Geist, wie er im Moment ist. Und wenn wir uns vorstellen, wir kommen zum Tod, können wir uns vorstellen, das können wir an Sterbenden auch beobachten, dass sie eine gewisse Angst überfällt, jetzt zu nichts zu werden, eine Art Panik. Ja? Und dadurch greifen sie nach einer neuen Existenz. Und dann, das nennt man Verlangen, Greifen und Werden. Das sind verschiedene, immer stärker werdende Prozesse des Greifens nach einem neuen Körper. Und dadurch wird ausgelöst, dass man auch einen neuen Körper bekommt. Das ist dann die sogenannte verwirklichten Wirkungen von Geburt, Alter und Tod. Denn sobald man
gestorben ist oder beim Tod dieses starke Greifen nach einer neuen Existenz hervorbringt, ist auch schon klar, dass man einen neuen Körper bekommen wird. Und wenn man einen neuen Körper hat, ist auch schon abgemacht, dass man wieder sterben wird und die Leiden dieser Existenz vorkommen. Der Buddha sagt, jeder, der geboren wird, wird sterben. Das ist eine Grundvoraussetzung. So wirkt das alles ineinander. Gut, auf jeden Fall das nächste Glied in der nicht chronologischen Reihenfolge wäre dann die sechs Sinneskräfte. Das ist ein leeres Haus mit sechs Fenstern. Wir können uns das vielleicht so erklären, dass das die Phase ist im Mutterleib, während die sechs Sinne ausgebildet werden. Wenn sie dann voll ausgebildet sind, nennt man das Berührung. Wenn also Objekt und Subjekt aufeinandertreffen und das voll ausgebildet ist, das nennt man Berührung. Das muss man immer innerhalb dieser zwölf Glieder verstehen. Das sind nicht einfach so Namen, wie wir sie sonst verstehen, sondern innerhalb der Abfolge dieser Glieder. Dann kommt Empfindung, das ist die Phase, wo man versteht, was die Ursachen für Glück und Leid sind. Ist alles noch im Mutterleib wohl, wenn man eben Kontakt mit den Objekten hat. Und aus dieser Empfindung entsteht dann schon wieder Verlangen, auch noch im Mutterleib, dass man dann aus Wunsch nach angenehmen Empfindungen hat und da Verlangen entsteht und der Wunsch, nicht getrennt zu sein von diesen angenehmen Empfindungen. Und das sind also die Phasen, die im Mutterleib nacheinander entstehen. Aber eigentlich davor, zeitlich gesehen, war diese Phase, wo man stirbt und stark greift nach einer neuen Existenz. Und das sind eben diese Phasen von Ergreifen, Werden und Verlangen und Ergreifen hauptsächlich. Das will ich jetzt nicht mehr im Einzelnen erläutern, die Zeit wird da auch zu knapp. Das könnte man alles sehr genau definieren. Aber worum es eben geht, im Sterbeprozess greift der Sterbende nach einer neuen Existenz, weil er es gewohnt ist, an seinem Körper zu haften, der ihm jetzt verloren geht. Daraus entsteht wahrscheinlich sogar eine Befürchtung, quasi zu nichts zu werden, vernichtet zu werden. Und das führt zu einem starken Impuls, ich brauche wieder so einen Körper. Und dadurch nimmt man auch einen neuen Körper an. Die Wiedergeburt ist nicht so, wie man eine Reise bucht, wo man vielleicht denkt, fahre ich jetzt dahin oder dahin, sondern das sind instinktive, intuitive Prozesse. Da wird man vom Wind des Karma sozusagen in eine bestimmte Richtung gebracht. Wir hoffen natürlich in eine gute Richtung, in dem gutes Karma heranreift, aber es ist keine Freiheit darüber, ob vielleicht auch negatives Karma sich entfaltet. Deshalb versucht man während des Lebens eben sehr viel gutes Karma zu sammeln, damit man recht sicher sein kann, dass sich die gute Tendenz auswirkt. Und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass so wie wir gelebt haben, so ähnlich werden wir auch sterben. Und es wird sich das auswirken, was wir dann in den letzten Momenten im Geist hervorbringen. Dann gibt es noch das Glied der Geburt, das ist klar, das ist die gebärende Frau, wobei interessanterweise im Buddhismus die Geburt nicht ist, wenn das Kind aus dem Mutterleib kommt. Und ich denke, das hat auch eine gewisse Logik. Ne? Die einzige Geburt auf dieser Erde ist bei der Empfängnis, wenn wir in den Mutterleib eingehen. Das hat auch gewisse Übertragungen dann wieder auf das Thema von Abtreibung, wie wir uns denken können. Weil vom ersten Moment, wo ein Wesen im Mutterleib sich befindet, ist es ein Lebewesen und hat das Recht auf Leben und den Wunsch zu leben. Es ist noch nicht so entfaltet wie wir selber, aber es handelt sich bereits um ein Lebewesen. Gut, und wenn Geburt erfolgt ist, findet auch Altern und Tod statt, wobei Altern auch vom ersten Moment eintritt. Also das Altern ist im Buddhismus so gemeint, dass schon ein Kind quasi altert. Diese ständige Veränderung ist schon ein Alterungsprozess, der mit dem Tod dann endet. Wir müssen uns nun vorstellen, dass verschiedene Zyklen von Unwissenheit und Handlung nebeneinander sich abspielen. Während sich also ein Potenzial aus einer bestimmten Handlung noch zu den anderen entwickelt, handelt man schon wieder in einer bestimmten Existenz unter dem Einfluss der Unwissenheit und so gehen verschiedene Zyklen nebeneinander. So sollte man das vielleicht betrachten. Gut, ich raffe das zusammen und dann kommen wir zur Darstellung der wahren Beendigung. Das habe ich schon angedeutet. Der Vollmond zeigt die Erleuchtung oder die wahren Beendigung. Der Mond frei von allen Wolken und Schatten. Das ist ein Symbol für Nirvana, wo der Geist frei ist von allen Leidenschaften und befleckten Handlungen und aus diesem unfreiwilligen Kreislauf heraus ist. Natürlich kann man trotzdem nach Wunsch noch Geburt annehmen in dieser Welt. Insbesondere im Mahayana-Buddhismus geht man davon aus,
dass sehr hochstehende Wesen sich freiwillig verkörpern in dieser Welt, um anderen zu helfen. Der Dalai Lama ist dort natürlich das beste Beispiel. Nach diesen Vorstellungen ist das eine Person, die selber keinerlei Unfreiwilligkeit hat in ihrer Wiedergeburt, aber aus Mitgefühl sich entscheidet, in einen Mutterleib einzutreten, um den Menschen auf dieser Welt weiterzuhelfen. Und dann kommen wir noch zu der Darstellung der wahren Pfade. Das habe ich ja schon darauf hingewiesen. Die Gestalt des Buddha weist auf den Mond. Er deutet eben an, was zu tun ist. Und zwar, dass man die Vorzüge des Fehlers, des Geistes entwickelt und den Geist frei macht von den Fehlern, sodass man sich stufenweise entwickeln kann auf den verschiedenen spirituellen Stufen, die im Buddhismus erklärt werden. Dieser Vers wurde im Video schon vorgelesen, deshalb würde ich darauf verzichten. Es wird davon gesprochen, dass man sich abwenden soll von den Leidenschaften und in die Lehre des Buddha eintreten und die Kräfte des Herrn des Todes überwinden soll. Der erste Ausspruch des Buddha nach der Erleuchtung war übrigens auch, die Todlosigkeit ist gefunden. Das ist ein interessanter Ausspruch in dem Zusammenhang. Also, wie man das Ganze nun anwendet, ist so, dass man sich eben klar macht, ich selber habe eigentlich kein unabhängiges Selbst, aber es erscheint mir so. Das ist die grundlegende Unwissenheit. Aus dieser Unwissenheit heraus gibt es in mir Leidenschaften wie Anhaftung und Abneigung oder Hass und Gier. Diese führen bei mir ständig zu Handlungen, die zu Karma führen, die eben später zu Wirkungen haben werden, nämlich die unheilsamen Handlungen manifestes Leiden und die befleckt heilsamen Handlungen zu Glück, das aber nicht dauerhaft ist. Und man entsagt quasi diesem Zustand, indem man zunächst natürlich versucht, Heilsames zu tun, damit man zumindest in hohes Dasein kommt. Aber der letztliche Gedanke ist, irgendwann möchte ich diesen ganzen Kreislauf von unfreiwilligem Tod und Geburt überwinden. Dazu muss ich die Unwissenheit überwinden. Ich muss verstehen, was es mit dieser Selbstlosigkeit, mit der Leerheit auf sich hat. Ich muss darüber meditieren und dann kann ich den Zustand des Nirvana erreichen. Oder noch besser, dass ich an das Wohl der anderen denke und denke, ich möchte die Erleuchtung erreichen, um ein Buddha zu werden, um anderen am meisten helfen zu können. Das nennt man den Erleuchtungsgeist oder Bodhicitta. Das wäre quasi die Meditation, die man durchführt, wenn man an dieses Rad des Seins genau denkt. Also im tibetischen Buddhismus gibt es sehr viel analytische Meditation. Das bedeutet, man macht sich bestimmte Sachverhalte deutlich, kommt zu gewissen Entscheidungen und Konsequenzen und konzentriert sich dann auf diese Entscheidung. Eine Entscheidung wäre zum Beispiel, diesem Daseinskreislauf zu entsagen. Das bedeutet nicht, dass wir allem Glück des Lebens entsagen, das bedeutet, ich entsage einer Existenzweise, die es niemals wirklich bringen wird. Das heißt, solange ich in Unwissenheit bleibe, oder wir können auch sagen in Selbstsucht, solange wird es immer Leiden geben, in der einen oder anderen Form. Und ich möchte jetzt wirklich etwas erreichen, zumindest langfristig, wo ich frei bin davon, immer wieder in diese Frustration zu kommen. Das nennt man wohl Entsagung. Oder man konzentriert sich sogar auf dieses starke Mitgefühl, dass man andere befreien möchte aus diesen Frustrationen. Das wäre die Konsequenz, die man letztlich aus diesem Bild ziehen sollte in der Tradition. Gut, aber dabei will ich es erstmal lassen. Wir wollen ja noch diskutieren, hoffe ich. Haben bis 9 wohl noch Zeit. Und dann bitte ich darum, dass vielleicht Anmerkungen gemacht werden oder Fragen gestellt. Das war es dann erstmal. Es gibt natürlich wesentlich mehr zu erklären, das brauche ich nicht deutlich machen. Aber erstmal als Einführung in das Thema. Ja? Ja, wenn das wirklich vollständig überwunden ist, aber das wird nur möglich sein bei jemandem, der ein Heiliger ist. Also ein Ahat ist jemand, der frei ist aus dem Daseinskreislauf. Das ist noch nicht das gleiche wie ein Buddha, aber dieser hat seine Meditation so weit geführt, dass eben im Tod diese Anhaftung nicht mehr aufkommt. Und genau deshalb kann er ganz frei entscheiden, wo er hingeht. Im Hinayana-Buddhismus sagen einige, wenn ein Arhat stirbt, dann wird er wirklich zu nichts oder so.
Im Mahayana wird gesagt, es ist absurd, der Geist kann nicht einfach zu nichts werden. Das ist vielleicht ein Ziel, das der Buddha dem einen oder anderen gesagt hat, damit er ein überschaubares Ziel hat. Aber letztlich geht es immer weiter. Aber was dieser A hat erreicht, ist, dass er frei wählen kann, wo er existiert. Er kann in endlosem Glück quasi existieren, aber er muss nicht aufgrund von Karma und Leidenschaften irgendwo hingehen, wo er dann alle möglichen Leiden erlebt. Aber jedes andere Wesen, das kein Ahat ist, kann es gar nicht vermeiden, dass er im Tod greift nach einer neuen Existenz. Aber da gibt es viele Ebenen. Der eine stirbt in völliger Panik, mit vielleicht Ärger und starker Begierde im Geist. Der andere stirbt doch schon gelassener. Und entsprechend hat das auch Folgen. Also die Momente vor dem Tod gelten als sehr wirkungskräftig für das, was nachher kommt. Und deshalb ist das Thema Sterbebegleitung und so weiter nicht nur so wichtig für dieses Leben, damit man ruhig sterben kann, sondern es ist eine direkte Vorbereitung auf das, was nachher kommt, zumindest aus buddhistischer Sicht, die ganze Kunst des Sterbens. Ein wesentlicher Teil der Religion ist, dass man als Mensch sich vorbereiten kann auf das Sterben, damit man, wenn er dann kommt, da hat man noch genug Probleme und man wird auch Anhaftung haben, aber man kann vielleicht besser damit umgehen. Und wenn man im Tod vielleicht sogar stirbt, obwohl man Ängste hat, doch mit einem gewissen Vertrauen oder sowas oder sogar Mitgefühl, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es sehr, sehr gut weitergehen wird. Aber das völlige Loslassen von diesem Greifen, das ist nur bei einem Ahat, sagt man. Das ist für einen Nichtheiligen gar nicht möglich. Das ist ganz tief drin. Sehr stark in den Instinkten verhaftet. Und ist das nach der Lehre des Buddha so, dass so ein Ahat immer in diesen absolut glückseligen Wiedergeburten bleibt oder steigt er dann auch irgendwann wieder in dieses Grab? Ja, es gibt nicht nur eine Lehre des Buddha, sondern es gibt Buddhismen, wie ich manchmal sage. Es gibt viele Ebenen und Schulen. Im Mahayana-Buddhismus sagt man, dass es tatsächlich nur ein endgültiges Fahrzeug gibt. Das heißt, letztlich wird ein Arhat merken, dass es nicht genug ist, für sich selber das Nirvana zu genießen, sondern er muss etwas für die anderen tun, die ja noch im Sansara sind. Und er wird sich dann auf den Weg zur Buddhaschaft machen. Also es wird im Mahayana ganz lustig beschrieben, dass der Buddha vorbeikommt und mit einem Fingerschnipsen den Arhat aufweckt aus seiner Meditation und sagt, das war's noch nicht, es geht noch weiter. Ich habe dir erstmal ein Ziel gegeben, aber dieses Ziel ist nicht das endgültige Ziel. Damals, als ich dir gesagt habe, du sollst das Nirvana erreichen, da habe ich gemerkt, dass im Moment nichts anderes möglich ist für dich. Aber letztlich hat jeder die Buddha-Natur und es gibt kein Ende, bevor wir nicht alle Buddha sind, sozusagen. Im Lotus-Sutra wird das im Mahayana ganz feierlich dargestellt, dass der Buddha sich offenbart und sagt, ich habe eigentlich kein anderes Ziel mit euch, als euch zu Buddhas zu machen. Ich habe euch aber viele Stufen von Lehren gegeben, die zeitweilig waren. Aber ich denke, es hat einfach eine gewisse Logik, dass jemand merkt, selbst wenn er einen hohen Zustand von Erleuchtung erlangt hat, dass wenn er sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat, dass es noch nicht am Ende ist. Und dass, wenn wir das Potenzial zur Buddhaschaft haben, dann wird auch ein Arhat irgendwann merken, dass der Weg noch nicht vollendet ist. Und es ist auch einfach so, dass wenn man noch nicht alles für die anderen getan hat, was einem möglich ist, ist das unvollkommen. Das ist die Mahayana-Sicht. Wenn Sie jetzt einen Hinayana-Praktizierenden hören würden, der würde nichts davon sagen, dass ein Arhat irgendwann weitergeht. Da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen. Das ist die Mahayana-Sicht sozusagen. Aber Nagarjuna sagt ganz interessant, wenn es wirklich so wäre, dass man im Nirvana quasi zu nichts wird, dann gäbe es gar kein Nirvana. Weil solange man noch nicht da ist, also die sagen im Hinayana teilweise, wenn der Arhat stirbt, erreicht er das Nirvana ohne Überreste. Solange er lebt, ist er also noch nicht drin. Wenn er dann stirbt, dann kann er auch nicht drin sein, weil es ihn nicht mehr gibt. Also gibt es dann gar keinen Nirvana. Aber im Mahayana sagt man ganz allgemein, es ist nicht vorstellbar, dass das Kontinuum des Geistes aufhört. Der Geist ist ein Kontinuum ohne Anfang und Ende. Genau wie wir die Materie kennen, vielleicht das Wasser. Das Wasser ändert ständig seine Zustände, aber es wird niemals völlig zu nichts. Das ist ein Kontinuum. Und das trifft wohl auch auf unseren Geist zu. Und deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass selbst wenn wir Heilige werden oder Arhats, dass wir einfach aufhören zu existieren. Was nicht mehr da ist, sind die Leidenschaften, die befleckten Teile. Die müssen weg und die sind dann auch weg.
Mein Lehrer Geshe Thupten stellte das Nirvana oft so dar, wie wenn man krank ist, geht man ins Krankenhaus, dann wird man hoffentlich von der Krankheit geheilt, aber dann ist man ja nicht tot, sondern dann geht man erst richtig los und macht wieder was Gutes, ne? Wirklich zum Wohl der anderen. Und so bedeutet Nirvana ein Zustand, wo ein inneres Krankenhaus einen befreit hat von inneren Hindernissen und dann wird man erst richtig aktiv. Ne? Nicht anders, es geht immer weiter. Auf den Buddha sollten wir jetzt nicht Existenzweisen projizieren, die völlig anders sind als unsere. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Buddhismus und anderen Religionen. Der Buddha war mal genauso wie wir, mit allen Fehlern und Vorzügen, hat sich dann über einen schrittweisen meditativen Prozess zur Buddhaschaft entwickelt. Aber in dieser Buddhaschaft hat er immer noch Eigenschaften wie unser Geist auch. Der Geist ist unbeständig, er wandelt sich von Moment zu Moment. Und der Geist des Buddha ist auch vollkommen leer. Das heißt, wenn wir solche Attribute wie Leerheit hören, trifft das nicht nur auf uns zu, sondern auch auf den Buddha. Das ist nämlich nichts Ehrenrühriges, dass jemand leer ist, sondern es ist einfach die Existenzweise. Auch der Buddha existiert nicht unabhängig von der Welt. Er existiert in Beziehung zur Welt. Es wäre geradezu blasphemisch im Buddhismus, dem Buddha eine Existenzweise zu geben, die völlig anders ist als unsere, weil dann könnten wir da niemals hinkommen. Es gibt zwischen dem Buddha und uns keine letztliche Trennung. Es ist ein schrittweiser Übergang. Der Unterschied ist nur, dass der Buddha die Tatkraft schon hervorgebracht hat, um erleuchtet zu werden, und wir noch nicht. Das ist ganz wichtig, dass man neigt dazu, in der Religion zu Wesen, die man verehrt, zu denken, sie hätten eine absolute Existenz, die völlig anders ist als bei anderen. Das wird im Buddhismus ausdrücklich verneint. Im Mahayana-Buddhismus werden den heiligen Dingen die gleichen Attribute gegeben wie den unheiligen im letztlichen Sinne. Alles ist von einem Geschmack, sagt man. Dazu gibt es eine ganz lustige Geschichte. Der große tibetische Meister und Yogi Milarepa saß in seiner Höhle und hatte da Dämonen. Und er wollte diese Dämonen gerne rauskriegen. Und da hat er erstmal über Mitgefühl meditiert. Das hat aber nicht gereicht, offenbar. Dann hat er zu den Dämonen gesagt, ihr seid vollkommen leer von inhärenter Existenz. Das war zu viel für die Dämonen, da sind sie abgehauen. Dann hat Milarepa sich umgewandt zum Buddha und hat gesagt, für dich gilt übrigens das Gleiche. Das ist sehr wichtig. Also der Geist des Buddha ist in seinen letztlichen Wesenszügen genau wie unserer, sogar in den konventionellen Wesenszügen. Es ist etwas, was sich von Moment zu Moment wandelt, was Dinge wahrnehmen können, was nicht materiell ist, wie es heißt. Aber der Buddha hat seinen Geist befreit von allen Hindernissen. Dafür werden im Buddhismus Bilder gegeben, wie zum Beispiel, oder der Buddha hat gesagt, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht. Das soll anzeigen, dass der Geist des Menschen auch niemals endgültig befleckt ist. Das hat auch was mit Buddha-Natur zu tun. Was heißt Buddha-Natur? Wahrscheinlich nicht so sehr, dass wir schon Buddhas sind, sondern dass es in uns kein letztliches Hindernis gibt, ein Buddha zu werden. Wir haben alles in uns, ein Buddha zu werden. Es gibt Hindernisse, aber diese können wir überwinden. Weil die Hindernisse gehören nicht zum Wesen unseres Geistes. So wird das ausgedrückt. Ja? Zum Beispiel, das Wasser besteht nicht, sein Wesen ist nicht Schmutz, sondern Wasser in seinem Wesen ist feucht zu sein und solche Dinge. Aber Wasser, wie zum Beispiel ein Fluss, kann man befreien von Schmutz. Zum Beispiel in Hamburg heißt es, die Elbe wäre ein bisschen sauberer geworden. Theoretisch könnte man die Elbe völlig reinigen mit Kläranlagen und wenn man keinen neuen Schmutz hineingibt. Das würde dann nicht bedeuten, dass das Wasser vernichtet wird, sondern das Wasser wäre endlich frei von den Dingen, die nicht zum Wesen des Wassers gehört. Unser Geist ist im Moment verbunden mit Leidenschaften und das trennt uns von unserer Buddhaschaft. Aber die Leidenschaften gehören nicht zum Wesen unseres Geistes, auch wenn es uns oft so erscheint. Es gibt einen Zustand, wo wir frei sind von Leidenschaften, unser Geist weiterhin existiert. Sogar besser denn je. Und das ist eben ein Zustand, den man dann Erleuchtung nennen kann oder die Entwicklung unseres Buddha-Potenzials. Aber von vornherein, unser Wesen des Geistes war niemals letztlich verunreinigt. Das hat auch was mit der Leerheit des Geistes zu tun. Der Geist ist niemals unerleuchtbar. Es gibt kein Wesen aus buddhistischer Sicht, das ein für alle Mal nicht mehr Buddha werden kann.
Und trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen uns und dem Buddha. Bei ihm ist nicht nur grundsätzlich das Wesen seines Geistes nicht befleckt, sondern auch die sogenannten zeitweiligen Befleckungen sind nicht mehr da. Das sind die Leidenschaften. In der Buddhaschaft ist beides weg. Nämlich die Leidenschaften. Endgültige Befleckungen wären, dass unser Geist eine Art Eigenexistenz hätte, befleckt zu sein. Das ist nicht der Fall. Aber beim Buddha ist darüber hinaus auch noch die Leidenschaften, die akut vorhanden sind, auch nicht mehr da. Und beides zusammen bildet den Dharmakaya des Buddha, der befreit ist von allen Hindernissen. Wie der volle Mond, frei von Wolken. Das ist das Bild. Ne? Aber das sind schon recht subtile Erläuterungen. Vielleicht jetzt ungefähr deutlich mit diesem Beispiel des Wassers, wie das Wesen unseres Geistes ist und des Buddhas. Ne?